So Einen schönen Gruß an alle. Ich glaube heute funktioniert der Ton auch. Äh, sollte uns das zumindest nicht aufhalten mehr. Da entschuldige ich mich gleich nochmal für den geistigen Ausfall, aber die Technik spielt natürlich nicht so ganz mit. Und nachdem wir ja ins Videokonferenzzeitalter zeitalter quasi katapultiert worden sind, äh, da bitte ich um Nachsicht, dass wir ein bisschen verschieben müssen. Ich hoffe, es hören wir alle und es funktioniert soweit. Und, äh, wir können uns jetzt die nächsten paar Minuten dem Thema Maze-Technik widmen. Also falls mit dem Ton nicht klappen sollte, super, der Stefan Janisch hat gesagt, Ton funktioniert, alles perfekt. Gut so, dann werden wir uns äh, dem Thema Maze-Technik widmen. Ähm, ich habe ja schon angekündigt, die nächsten Streams äh, sind, auch schon, sind auch schon geplant, äh, also das mal Maze-Technik ähm, und äh, die nächsten Termine sind ja zu entnehmen. Äh, was werden wir heute machen und um was werden wir uns heute kümmern? Ich habe einmal geplant, ungefähr dreiviertel Stunde zu brauchen. Das letzte Mal die Stunde war schon recht lang für Mache. Äh, deswegen reden wir gar nicht lange um. Äh, was werden heute Themen sein, ein paar Grundlagen zum Einsatz, ähm, also Grenze grundsätzlich zum Schadstoffeinsatz nicht so lang, aber nur weil ist die Messtechnik äh, da ein Thema. Warum messen wir eigentlich, was für Messwerte und Einheiten gibt es? Das ist einmal ganz wichtig, dann ein bisschen die Messtechnik, ein paar grundlegende Sachen zu der Ausrüstung, die wir alle so im Schadstoffdienst äh, verfügbar haben. Und äh, danach ein paar grundlegende Themen zur Einsatztaktik. Es sind sicher ein paar Dinge, ähm, sage ich mal, nicht ganz äh, nahe äh, für einige, aber, aber ich glaube, nachdem die Teilnehmerrunde recht gemischt ist, äh, da ähm, ist für jeden was dabei. Ich schaue jetzt nur gerade beim Fenster. Die Folie sieht mal ein bisschen weiter oben. Entschuldigt mal kurz, dann fahre ich mal kurz mit dem Fenster runter. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Jawohl, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Sehr gut. Jetzt wird das wieder funktionieren. Gut so. Ähm Steigen wir mal ein zu den Grundlagen im Einsatz. Die Grundlage, die wir so anwenden, natürlich ist immer die GAMS-Regel: Gefahr erkennen, absichern, absperren, Menschenrettung und Spezialkräfte anfordern. Das ist so unsere grundlegende Vorgangsweise im, im Schadstoffdienst. Und die MACE-Technik ist ja vor allem auch beim Gefahr erkennen angesiedelt. Da ist das natürlich ein Hauptthema. Und da ist äh, aber vorweg einmal zum Sagen, bevor wir überhaupt irgendwie Maßtechnik zum Einsatz bringen oder da uns äh, groß der Technik und so weiter widmen. Äh, wichtig ist bei solchen Messeinsätzen einsätzen und bei allen Einsätzen, die äh, damit zu tun haben, immer das, was wir selbst wahrnehmen an der Einsatzstelle. Auch die eigenen Sinnesorgane und die Gerüche, das, was wir hören, äh, das, was äh, wir so aufnehmen, äh, ganz wichtig. Ähm, weil wir damit auch schon mal den ersten Eindruck kriegen, äh, was da eigentlich abläuft. Und äh, das ist da ein wichtiger Faktor. Erst wenn unsere Eindrücke mit dem einigermaßen übereinstimmen, was sie, was sie so abspielt, äh, dann äh, kann man auch das Messergebnis einmal auf Plausibilität äh, prüfen. Also die äh, eigenen Wahrnehmungen sind schon mal ganz wichtig und das ist beim Gefeuerkennen eines der Hauptthemen schon mal. Äh, dann ist aber die Frage allerdings, warum sollte man eigentlich messen? Ja, einerseits darum, um uns wirksam vor Gefahr schützen zu können. Ich denke noch jetzt dran, äh, Explosionsgefahr äh, kann man schlecht riechen. immer Wenn mal, ein brennbares Gas oder ein brennbarer Dampf schon so intensiv da ist, dass man schon was wahrnimmt, dann ist vielleicht ein Thema. Aber manche Dinge riecht man einfach nicht äh, und kann es auch nicht sehen. Und da ist es natürlich schon mal ein Thema. Wir tun meist natürlich auch, um Gefahrenbereiche festzulegen, äh, damit man sehen kann, wo ist eigentlich der Schwerpunkt, wo ist die, die Hauptgefahr gegeben. Und äh, nächster Punkt ist natürlich, wir unterstützen mit Messergebnissen die Einsatztaktik. Äh, warum das Weil wir äh, natürlich uns da von dem Messergebnis natürlich erwarten, dass man in irgendeiner Weise. Sagen können, wo ist gefährlich, was müssen wir zuerst tun, wo sollte man nicht hingehen, äh, haben unsere Maßnahmen eine Wirkung, wirkt das Lüften zum Beispiel, wenn man das tut, äh, wird es besser, wird es schlechter, äh, das ist äh, genauso ein Punkt, was wir, was wir da eben haben. Also unsere einsatztaktischen Maßnahmen, die getroffen werden, unterstützen. Jetzt ist natürlich im nächsten Schritt die Frage, was messen wir eigentlich? Äh, was wird gemessen? Ja, messen kann man vieles, nicht nur Länge, Breite, Höhe, sondern äh, natürlich Eigenschaften zum Beispiel von Flüssigkeiten. Ich denke jetzt an einen pH-Wert oder Eigenschaften von Gasen und Dämpfen. Es ist ein Thema, radioaktive Strahlung kann man auch messen äh, oder zum Beispiel eine Temperatur oder Infrarotstrahlung. Also Infrarotstrahlung jetzt in dem Sinne Wärmestrahlung. Wir kennen das ja von der Wärmebildkamera, da nehmen wir hauptsächlich ja Wärmestrahlung auf mit den Sensoren und wissen dann, mal, wo ist es heißer, wo ist es kälter und das ist so ein Thema. Also das sind alles Größen, die man messen kann. Für uns sind natürlich jetzt im Schadstoffdienst die Eigenschaften von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen ein Thema, natürlich Temperatur auch. Also das ist eine Sache, das kann man messen. Und vieles davon können wir auch in der Feuerwehr messen. Also das ist äh, auf jeden Fall äh, gegeben und dafür haben wir auch Ausrüstung. Und wir schauen uns jetzt in weiterer Folge an, was wir da eben damit tun können. Äh, bei den Eigenschaften von Gasen und Dämpfen, äh, muss man sagen, von Gasen und Dämpfen generell gängen am Einsatz voll vielfältige Gefahren aus. Also wir haben auf der einen Seite natürlich Brand- oder Explosionsgefahr, auf der anderen Seite natürlich auch eine Giftwirkung. Also wenn wir jetzt irgendwelche giftigen Gase oder Dämpfe haben, äh, dann ist das was, was wir auf jeden Fall wissen sollten. Und wo wir uns auch dann auch richten. Äh, dazu muss man aber sagen, dass wir viele Gase und Dämpfe mit dem menschlichen Sinnesorgane gar nicht wahrnehmen können. Ich denke jetzt da zum Beispiel an die Thematik Kohlmonoxid, äh, die wir alle irgendwie immer wieder äh, in vielen Zusammenhängen hören und sehen. Äh, da ist es äh, natürlich ein großes Thema, wenn wir jetzt nur an ganz einfache Einsätze denken, wie eine Türöffnung oder so, äh, wo man natürlich äh, gar nicht wahrnehmen kann, ist dort ein CO-Gefahr oder nicht? Und äh, da sind natürlich Messgeräte ein wesentlicher Faktor zur Sicherheit. Äh, und was natürlich äh, bei Gasen und Dämpfen auch ein Thema ist, die breiten sich in alle äh, drei Raumrichtungen auf, aus. Flüssigkeiten sind ja eher, was die zweidimensional äh, irgendwo hinrinnen oder am Boden sich befinden, aber Gase und Dämpfe gehen in alle drei Raumrichtungen. Und äh, da ist es natürlich ähm, für uns auch relevant, dass wir ja mal abklären, wo geht das überhaupt hin? Nicht? Geht das Gas hinunter, geht es hinauf? Gefahren, die sich dadurch ähm, bilden, sind zum Beispiel die Explosionsgefahr. Wir sehen da ein Bild, das auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aus dem äh, Raum St. Pölten, eine Gasexplosion. Äh, die zeigt äh, natürlich immer wieder, wie gefährlich solche vor allem brennbaren Gase sind. Also das ist äh, ganz eine ganz typische Geschichte: beschädigte Gasleitung, Gas strömt irgendwo in einen Kellerraum ein oder so, findet eine Zündquelle und äh, führt, dann zur, führt dann zur, Zündung. Aber der Klassiker, den wir auch so äh, immer wieder anführen, äh, Erstickungsgefahr. Wir haben ja das Bild zeigt jetzt da zum Beispiel einen Weinkeller, Mostkeller ein kann es natürlich auch sein, je nachdem aus welcher Region das mal kommt. Ähm, nachdem wir da in der Oststeiermark da haben ist es wahrscheinlich der Most und der Wein genauso gut vertreten jeweils. Ähm, aber da haben wir die, die Geschichte, dass wir durch die Gärung CO2 haben, das sie noch dazu in tiefer gelegenen Räumen absetzt. Und äh, dann natürlich entsteht dadurch eine massive er Erstickungsgefahr. Das haben wir bei Siloanlagen genauso. Und äh, da passieren ja auch immer wieder Unfälle. Das kann man ja aus den Medien auch äh, entnehmen. Also dort ist es natürlich auch angebracht. Das sind einmal ganz einfache Einsatzszenarien. Wir wissen natürlich, wenn heute halt CO2-Austritt beim Transportbehälter oder ähnliches ist, treffen wir genau die gleiche Situation. Äh, natürlich auch Vergiftungsgefahr, was wir da sehen, äh, wird es ja gleich erraten: das ist von Klarflaschenlager, erkennt äh, man eh ganz gut. Äh, gelbe Kennzeichnung äh, und äh, die, entsprechende, äh, die entsprechenden Aufkleber drauf. Äh, das ist was, was wir sehr häufig äh, eben im Bereich der Schwimmbäder haben. Ähm, die Kollegen aus, 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 aus Firstenfeld äh, im Prinzip oder Bad Leipersdorf äh, kennen das ja auch aus einem Einsatzumfeld, aber jeder Bezirk, äh, wenn ich an Hardback denke, die Thermen oder größere Hotels oder, oder Tourismusbeherbergungsbetriebe äh, haben oft Schwimmbäder mit, mit Klorenlagen, äh, wo natürlich Gase und Dämpfe in Stein äh, kennen. Äh, das kann ganz wichtig sein, durch äh, der Messtechnik vorzuhaben. So. Ich kann mich noch erinnern an den, äh, an den Einsatz, den es vor einiger Zeit gegeben hat auf der Brandlucken, wo es auch hat, äh, austritt. Äh, Gott sei Dank hat sich das dann nicht bewahrheitet, aber sowas kann man maistechnisch sehr schnell abklären, wenn man das richtige Messgerät mit hat, äh, kann man mal sagen, ist es das oder ist es nicht oder ist es was anderes. Also das ist schon eine wichtige Sache. Was da ganz wichtig ist, bei den toxischen Gasen, heißt das schon toxisch giftig, äh, die Vergiftungsgefahr. Mit diesen Gasen und Dämpfen, mit denen wir uns da so beschäftigen und so beschäftigen müssen, ist natürlich die Thematik immer so, dass man sagt, die Wirkungsweise oder die Wirkung der Gase und Dämpfe äh, hängt natürlich immer mit der Konzentration ab, die wir vorfinden. Das, äh, das ist jetzt bei den erstickend Wirkenden so, äh, das ist aber auch bei den toxisch Wirkenden so. Also es ist immer irgendwo eine Dosis, also wie viel ist da Dosis Wirkungsbeziehung, also wie viel bewirkt was. Und äh, wir messen eigentlich Gas und Gase und Dämpfe ja immer mit ähm, äh, den Messgeräten, um dann irgendwelche Konzentrationsangaben zu kriegen. Und äh, da sind natürlich jetzt, das macht es ein bisschen komplizierter, verschiedene Maßeinheiten in Verwendung. Äh, was vielleicht wichtig ist äh, im Zusammenhang mit Maßeinheiten oder mit solchen Einheiten, die wir immer wieder verwenden, ist ganz äh, ein wichtiger Punkt, dass ihr. Beachtet Zahlenwerte nie ohne die entsprechende Einheit anzugeben. Was soll denn das heißen? Nicht? Was ist eine Einheit und was ist beim Messen eigentlich das Thema? Wenn wir messen, dann vergleichen wir immer eine Größe, eine sogenannte Größe, mit einer dazugehörigen Einheit. Was ist eine Größe? Eine Größe kann zum Beispiel eine Länge sein von irgendeinem Teil, irgendeinem Holzstück oder so irgendwas. Und wir möchten gern wissen, was ist die Größe von dem Ding? Und dazu nehmen wir Einheiten, vordefinierte Einheiten her. Eine ganz einfache Einheit, man sieht es sie als Fuß, nicht? also die Fußlänge, also die Einheit wäre ein Fuß. Und dann nehmen wir den, den einen Fuß her und schauen natürlich, wie lang ist das Holz drum und dann kommen man heraus, ja, das ist 5 Fuß lang. Ne? Das macht einen Unterschied, ob das jetzt 5 Hände oder 5 Fiers lang ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir zum Zahlenwert immer die Einheit dazu sagen, die, die richtige Einheit. Und in dem Fall ist es halt 5 Fuß, also 5 Mal der Fuß lang. Das kann aber auch was anderes sein. Wir haben im Schadstoffdienst bei der Maistechnik natürlich ganz andere Einheiten, die uns hauptsächlich angeben, wie viel von unserem, Giftigen Gas, Dampf oder was auch immer, ist in der Luft vorhanden, zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt weniger Länge, sondern einfach äh, eine Menge, die wir abmessen. Und da ist es auch wieder so: ne, der klassische Mengenmaß ist ein Liter. Ne, und wenn wir wissen wollen, wie viele Liter dass in irgendeinem Volumen drin sind, dann nehmen wir halt ein, ein Liter Maß her und litern das aus, zum Beispiel. Also, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Äh, das machen wir aber auch mit äh, den entsprechenden äh, äh, Gasen. Da ist zum Beispiel eine Angabe das Volumenprozent. Äh, das ist jetzt im Prinzip der hundertste Teil vom Volumen. Also, wenn wir 100 Liter eines, äh, eines Volumens haben äh, und ein Liter davon wäre eine, äh, ein Gas zum Beispiel, dann hätte es ein Volumenprozent. Ne? Das ist jetzt aber natürlich äh, ein relativ großes Volumen. Das ist äh, schon ganz viel bei toxischen Gasen. Die wirken viel, viel weiter unten schon bei sehr viel geringeren Konzentrationen. Das Volumenprozent finden wir nicht nur bei Gasen, weil es ja nur einfach eine Relativzahl ist. Wir kennen ja äh, Volumenprozent auch bei Flüssigkeiten, auch bei brennbaren Flüssigkeiten, die mit Wasser gemischt sind und diverseste Färbungen haben nicht? und vielleicht der Schaumkrone drauf oder so. Nicht? Also das gibt es auch in dem Zusammenhang, da sprechen wir auch von Volumenprozent. Ähm, da äh, ist auch so eine Einheit in Anwendung, die gibt es aber bei Gasen auch. Für uns jetzt wichtig äh, in dem Zusammenhang äh, Volumenprozent, äh, merkt euch die Einheit einmal, wir werden dann auf eine ähnliche kommen, die auch mit Prozent ist, ein äh, Thema, wo wir wo, woanders brauchen. Dann haben wir noch eine Eingabe, oder noch eine, eine äh, Angabe, die sogenannten Parts per Million, PPM. Das ist jetzt der ein Millionste Teil, ne? also das ist schon sehr viel weniger. Wir haben äh, ein Volumenprozent, das ist der hundertste Teil und ein Part per Million, ist ein Millionstel eines Teils, das ist ganz wenig. Das haben wir aber schon eher bei den äh, toxischen Gasen, da spült sich das schon ab, also diese äh, vor allem äh, giftigen Gase sind in dem Bereich angesiedelt. Äh, ein Volumenprozent kann man leicht umrechnen, sind 10.000 ppm, ähm, also das ist äh, schon relativ viel. Dass man sich vorstellen kann, da hat es so eine, eine ganz einfache Merkregel gegeben, wie viel das ein BPM ist. Wie München noch eine Million Einwohner gehabt hat, jetzt haben sie ja schon ein bisschen mehr, 1,6 oder so, hat man auch gesagt: ähm, komme ich gleich dazu, ein Preis pro München. Ne? Also ein Preis pro München, ein Preise pro einer Million Einwohner, das ist der Millionste Teil. Und wenn sich anschaut, zum Beispiel bei Chlor oder so, äh, das ist schon bei 0,5. PPM den, den Marktwert hat, also da ist der halbe Preis, der schon ziemlich Probleme macht. Ne? Äh, nur damit man das äh, auch noch sehen in vielleicht der grafischen Darstellung, jetzt bin ich einmal zurückgesprungen bei der Folie, äh, ein Kubikdezimeter ist äh, ein Liter, äh, wenn es dann dazu schaut, die nächste Größe ein Volumenprozent, das ist da irgendwie der Würfel, also der hundertste Teil und der PPM wäre ganz, ganz wenig äh, der Millionste Teil. Also da geht es dann schon ziemlich weit hinunter. Gut, ähm, die klassischen Angaben im Zusammenhang, die wir so kennen mit, mit diesen Konzentrationsangaben, die Umgebungsluft zum Beispiel, jeder Atemschutzgeräteträger, jede Atemschutzgeräteträgerin kennt das ja äh, aus der Ausbildung noch, Stickstoff hat die Umgebungsluft ca. 78%, Sauerstoff 1 Volumensprozent. Und Kohlendioxid, ja, da kann man jetzt natürlich Klimawandel hin oder her, äh, der ist nicht ganz stabil, der Wert, aber so also ca. 0,04 Volumensprozent oder 400 ppm. Und jetzt sieht man schon, bevor man da, da äh, die ganzen äh, Kommastellen dann hinschreibt, ähm, äh, ist man einfach sin ist sinnvoller, du nimmst eine kleinere Einheit, das da das PPM ist. Und äh, wenn es jetzt 4 ppm sind, dann würden da schon ein Haufen Nullen stehen, bevor wir da überhaupt einmal einen Wert haben. Edelgase 0,6 Volumensprozent, also circa 1 Volumensprozent. Ähm, warum ist das jetzt auch für uns als Messtechniker, äh, sag ich mal, Experten wichtig oder warum sollten wir die Werte kennen? Äh, wenn wir messen, dann äh, schauen wir immer an, ob es Abweichungen zu diesen Normalbedingungen gibt. Und äh, da können wir mit Messgeräten zum Beispiel feststellen und äh, wenn der Sauerstoffgehalt irgendwo bei 19% ist, dann müssen wir sagen, hm, da stimmt irgendwas nicht, ne? also da muss irgendwas äh, sein. Und äh, wenn der Koldioxidgehalt deutlich abweicht von dem oder wenn wir, äh, sag ich mal, Stickstoffgehalt einen höheren haben zum Beispiel, dann muss da irgendwas äh, sein, da passt was nicht und äh, deswegen sollte man dem immer im Hinterkopf haben, diese Werte auch. Ähm, Warum, dass, das, dass die Eigenschaften vom Umgebungsluft auch noch relevant sind, wenn wir von äh, Gasen und Dämpfen sprechen, dann ist für uns schon relevant. Äh, zum Beispiel ist es schwerer oder leichter als Luft? Äh, geht es äh, hinunter das Gas oder geht es hinauf? So, die Klassiker kennt man eh. Also Erdgas zum Beispiel ist sehr, sehr leicht, Methangas, das geht sehr schnell hinauf. Ähm, ein äh, äh, Flüssiggas, Propan-Butan-Gemisch oder so, das ist sehr schwer im Vergleich zur Luft, das äh, geht hinunter. Und äh, so natürlich ist es für uns in der Mäßtechnik auch sehr wichtig, wo findet man eigentlich die Gase wieder. Die Giftigkeit, äh, oder Entschuldigung, die Ex Brennbarkeit ist noch ein Thema. Äh, Brennbarkeit ist natürlich eine Geschichte, nicht nur brennen, sondern ein explodieren ist für uns vor allem ein Thema in der Mischung äh, mit Luft. Und äh, Giftigkeit, was sind da die Grenzwerte, was ist für uns giftig, was nicht? Da gibt es eine ganze Latte von Referenzwerten, da werden wir halt nicht äh, so tief einsteigen. Und dann ist auch noch die Frage, haben die Gase vielleicht eine brandfördernde Wirkung? Also, das ist für uns auch noch wichtig. Wenn ich jetzt an einen Sauerstoff denke, der brandfördernd wirkt, äh, oder Chlor auch, das auch brandfördernd wirkt, äh, dann ist das für uns äh, eine wichtige Eigenschaft, die wir erkennen. Äh, jetzt beim Messen ist es so, wir fokussieren uns beim Messen hauptsächlich auf die Brennbarkeit und die Giftigkeit. Äh, das können wir auch feststellen. Und äh, da äh, kennen wir, äh, wir da was, äh, was aussagen. Servus Wolfgang, auch wenn du zu, zu spät bist, aber wir haben schon mal angefangen. <laughs> ähm, gut, äh, die Brennbarkeit, was ist bei der Brennbarkeit äh, Thema? Brennbare Gase und Dämpfe können in der Mischung mit Luft explosionsfähige Atmosphären bilden. Das ist ganz wichtig. Ähm, es ist äh, die Mischung mit Luft, die es ausmacht. Naja, also wenn wir von Brennbarkeit oder Explosionswirkung sprechen, dann äh, ist immer die Beimengung von Luft relevant. Sonst kann es nicht abbrennen. Das Branddreieck, das Feuerdreieck kennen wir auch. Das gibt es ja für Explosionen auch. Die Konzentration ist entscheidend äh, für die Explosionsgefahr. Es ist nicht so, dass man sagt, äh, je mehr das äh, da jetzt ein brennbaren Gas drinnen ist, desto gefährlicher ist es. Äh, es hängt immer davon ab, wo die Explosionsgrenzen dieses Gases liegen. Das werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen oder dieses Dampfes. Beispiel: Das beste Beispiel ist eine Erdgasleitung. In einer Erdgasleitung, die nur mit Erdgas gefüllt ist, äh, habe ich grundsätzlich keine Explosionsgefahr, weil da ist keine Luft drinnen. Und äh, das ist also ganz wichtig zu wissen, wo die Explosionsgrenzen da liegen. Ähm, wir haben bei unseren Messgeräten das meistens so, dass wir brennbare Gase als äh, Gesamtsignal messen. Da kommen wir dann gleich einmal dazu, was das heißt. Also, wir unterscheiden da oft nicht. Ähm, und ähm, nachdem aber diese unterschiedlichen Gase unterschiedliche Eigenschaften haben, muss man trotzdem aufpassen, dass man die Ergebnisse richtig äh, deutet. Jetzt steigen wir mal kurz in den Bereich oder in das Thema ein der Explosionsgrenzen. Ähm, die Explosionsgrenzen sind für uns äh, deswegen wichtig, weil das der Bereich ist bei den Gasen, wo eine Explosion überhaupt entstehen kann. Und äh, wir werden das auch im nächsten äh, Livestream dann sehen, wenn es um Explosionsschutz geht und um das Erden, dass die Explosionsgrenzen für uns äh, wichtig sind, weil äh, wir da natürlich äh, erzündgefahr in dem Explosionsbereich äh, und dann eine Explosion entstehen kann. Äh, wir sehen jetzt auf dem Bild äh, ein Beispiel für Methangas. Äh, Methangas äh, hat eine sogenannte untere Explosionsgrenze (UEG), äh, die bei 4,4 Prozent liegt. Früher hat man gesagt zwischen 5 und 15 Prozent liegt äh, der, 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 untere Explos oder der Explosionsbereich. Ähm, das hat man in den letzten Jahren anpasst aufgrund äh, der veränderten Messverfahren und verbesserten Messverfahren. Ähm, jetzt ist es so, dass man äh, sagt 4,4 Prozent untere Explosionsgrenze, also 4,4 was für Prozent? Volumensprozent. Also ganz wichtig, ähm, es handelt sich da um Volumensprozent ähm, und äh, das ist im Prinzip der Wert, ob dorten, ob 4,4 Volumensprozent, ist die Zündgefahr gegeben. Das geht dann bis 16,5 Volumensprozent, also das geht hinauf in einen Bereich, sage ich mal, ein bisschen mehr als 10, 12 Prozent, Volumensprozent, wo die Explosionsgefahr gegeben ist. Und dorten in dem Bereich ist es zündfähig. Außerhalb dieser Grenzen ist das Gemisch entweder zu mager oder zu fett, also zu viel oder zu wenig. Und irgendwann ist es auch so, dass so viel Erdgas da ist, dass ein Erstickungsgefahr gegeben ist. Die obere Explosionsgrenze, das ist jetzt der, der Bereich, ob dort ist es nicht mehr explosionsfähig, äh, dort ein, äh, bin ich dann wieder in einem sicheren Bereich. Allerdings, aufpassen, Erstickungsgefahr ist natürlich auf jeden Fall gegeben. Für uns jetzt als äh, Feuerwehr, wenn wir da aktiv wären in, in diesen Bereichen, ist es natürlich relevant dass wir sagen, okay, wo ist unsere Gefahrengrenze und die Gefahrengrenze ist natürlich spätestens dort bei der unteren Explosionsgrenze, weil da ist es zündfähig, aber so weit wollen wir gar nicht gehen, also wir wollen das am besten schon früher wissen. Wir nähern uns also aus dem sicheren Bereich, wo sicher kein Gas da ist und nähern uns dahin zur Explosionsgrenze, die für uns da definiert, wo es dann wirklich knackig werden anfängt. Und äh, deswegen sind unsere Messgeräte ja so ausgelegt, dass wir schauen, na, wie lange dauert es noch, bis wir diese untere Explosionsgrenze erreichen. Ähm, und da gibt es eine eigene Einheit dazu, da kommen wir in einer Minuten äh, zu dem Thema. Was wir da für diese Messung hernehmen, äh, ist im Prinzip die Einheit untere Prozent untere Explosionsgrenze, Prozent UEG. Was heißt denn das jetzt äh? Uh, jetzt uh, haben wir da auf dem Bild, das da unten ist, uh, nur den Ausschnitt hergenommen von 0, also da, wo nichts ist, bis hin zu 100% UEG, also dort, wo es zündfähig ist. Also diese 4,4 Volumensprozent, den wir da fürs Methan angesetzt haben. Wie gesagt, die obere Explosionsgrenze, die liegt jetzt außerhalb von dem Bild. Uh, die ist uh, viel weiter oben. Da, ne? uh, wir nähern uns jetzt an von dem Bereich von 0 uh, und gehen hin auf... Die Explosionsgrenze und da ist 100% Explosionsgrenze, heißt für uns 100% Gefahr. Äh, deswegen schauen wir uns an, äh, wo weg, äh, also wie weit sind wir noch von dieser Explosionsgrenze weg. Und wir sagen jetzt da mit dieser Einheit Prozent UEG, also nicht Volumensprozent, Volumensprozent ist das absolute Volumen, das wir haben. Und Prozent UEG sagt uns, wie weit sind wir eigentlich weg. Von dieser unteren Explosionsgrenze. Ne? 20% UEG würde hier sein, 50% UEG, genau zwischen 0 und der UEG, und 100% UEG wer genau dort, wo das zündfähige Gemisch vorliegt. Jetzt haben wir natürlich aber das Thema, dass die äh, untere Explosionsgrenze eine Stoffgröße ist, die bei jedem Stoff unterschiedlich ist und deswegen auch Uh, nicht als fixer Wert hergenommen ka werden kann. Also diese 4,4 Volumensprozent, die gelten natürlich nur für Methan. Uh, das ist, sage ich mal, Methan ein sehr dankbarer Stoff, weil er einen relativ großen Bereich hat. Ich habe da jetzt da, die groben Werte noch stehen: 5 und 15 Volumensprozent. Uh, 4,4 merken wir uns und uh, 16,5. Uh, das ist ein relativ großer Bereich, bis wir die 100% UEG erreichen. Propangas zum Beispiel, wenn wir das hernehmen, das hat schon bei 2,1 Volumensprozent, also bei der Hälfte ungefähr von dem Methan, seine 100% UEG erreicht. Also ab dort ist schon zündfähig. Und bei Nonan, das ist auch so ein, ein brennbarer, brennbarer Dampf im Prinzip, ist es schon bei 0,7. Wenn wir sich das anschauen jetzt, da haben wir natürlich das Problem, wenn wir ein Messgerät haben, das auf Methan eingestellt ist, nicht, kalibriert oder justiert, je nachdem, wie man es, wie es nennt, aber sagen wir mal eingestellt ist, das ist für alle einigermaßen ein geläufiger Begriff, dann würde man jetzt sagen, okay, 50% UEG, oh, das ist ja da, da ist ja noch kein Gefahr gegeben, ne? Dabei wären wir für Propan, wenn jetzt Propan da wäre, schon im Explosionsbereich drinnen und da sowieso schon lang. Deswegen verwenden wir eigentlich Messgeräte, die viel sensibler schon eingestellt sind, also die im Prinzip da bei sehr geringen Konzentrationen schon sehr laut schreien, äh, weil wir natürlich eine gewisse Sicherheit haben müssen, weil man nie wissen, welche Gase, welche Dämpfe vorhanden sind. Ähm, was dazu immer wieder führt, dass äh, zum Beispiel, wenn ihr zusammenarbeitet mit Leuten aus der Gaswirtschaft, äh, die eben nur mit Methangas zu tun haben, dass der, der ihre Messgeräte natürlich viel später erst signalisieren, dass was da ist, als unsere, weil wir natürlich eine viel höhere Sicherheit da ansetzen. Der sagt, na, ich habe nur Methan und ich weiß natürlich, wo mein Messbereich ist und wo mein, mein Gas ist. Und äh, dann hat man natürlich, hat der ganz andere Voraussetzungen. Also wundert es euch nicht, wenn es zusammenarbeitet äh, mit Leuten äh, von der, von der Energie Steiermark oder so, wenn da ein Gasgebrechen ist oder was kommt. Und der sagt, na, es ist noch nichts und ihr habt aber schon die Situation, dass das schon schreit. Äh, der hat ein Messgerät im Regelfall das auf Methan äh, justiert, äh, kalibriert ist. Und äh, deswegen vermutlich auch später anspricht. Naja, das muss man aber wissen. Äh, deswegen für alle, die äh, Messtechnik anwenden, auch immer ganz wichtig, wo ist das Messgerät, äh, auf, welchen, auf welches Gas ist das Messgerät eingestellt. Bei der Giftigkeit, äh, da haben wir jetzt natürlich äh, andere Voraussetzungen. Äh, wir haben äh, da natürlich äh, gewisse Grenzwerte, die äh, uns da einen Anhaltspunkt geben. Und das sind auch wieder für jedes Gas äh, unterschiedlich und für jeden Dampf, weil nicht jeder Stoff gleich wirkt. Uh, manche denken jetzt zum Beispiel nur uh, Chemiewaffen, zum Beispiel, das sind auch Dämpfe, die in der Luft sind. Die sind bei ganz, ganz geringen Konzentrationen schon hochwirksam. Uh, da kommt kein Chlor zu wie oder ein anderer Stoff. Uh, das sind hochpotent, also da, da spült es sich bei ganz, ganz geringen Konzentrationen schon ab. Und andere Stoffe, die werden erst irgendwann bei sehr relativ sehr hohen Konzentrationen toxisch. Damit man das. Uh, Sagen kann, muss man wissen, wie diese Stoffe auf dem Organismus wirken, auf dem menschlichen und das weiß keiner auswendig, sondern das äh, müssen Toxikologen festlegen und geben dann diese Werte äh, ein in Tabellenwerke und die kann man dann nachschauen. Und da gibt es verschiedene. Grenzwerte, die da zur Anwendung kommen, zum Beispiel nehme ich nur jetzt her, der sogenannte ETW-Wert, Einsatztoleranzwert, den kennen wir immer wieder auch. der ist für uns nicht ganz uninteressant. Den kann man auch schauen in, in Listen, der Einsatztoleranzwert für vier Stunden ETW äh, sagt aus, dass man in dem Bereich, also wenn der Wert nicht überschritten ist, kann man in dem Bereich für vier Stunden arbeiten, äh, ohne dass man jetzt ein Atemschutzgerät verwenden muss. Ähm, es gibt auch für zwei Stunden oder eine Stunde, Entschuldigung, und da ist, es, äh, da ist es entsprechend dann die Aufenthaltszeit geringer. Es gibt auch den sogenannten AEGL-Wert äh, oder Markwerte zum Beispiel. Markwert muss man aufpassen, der Markwert ist ganz ein niedriger Wert, der ist ja für den Arbeitsschutz gedacht. Ähm, warum ist das natürlich ganz was anderes? Äh, man arbeitet ja, sag ich mal im, im Schnitt, zumindest so circa 40 Jahre, vielleicht halt, mal schauen wir mal, wie es weitergeht, äh, circa 40 Jahre. Und wenn man ständig dem Stoff ausgesetzt ist, jeden Tag, äh, dann muss man da natürlich für einen niedrigeren Wert ansetzen. Ne? Und das ist dort äh, natürlich dann für uns wieder ganz was anderes. Da geht meist äh, noch weit keine akute Gefahr aus. Äh, bei diesen Regelwerten, da gibt es wieder unterschiedliche, aber da könnt ihr mal kurz nachschauen. Im Plattler vom ÖPV, den gibt es auch aber zu laden in der mit der über, einen, ähm, über Google Store oder über die, über die entsprechende, entsprechenden Online-Systeme. Äh, äh, da sind diese Werte auch beschrieben drinnen, da sind auch Grenzwerte angeben äh, und äh, Explosionsgrenzen zum Beispiel. Das könnt ihr auch nachschauen, da ist für die Messtechniker äh, und für alle, die Messgeräte verwenden, auch ganz hilfreiche Informationen drinnen. Also, Blattler, ÖBV findet man entsprechend in die, äh, die Online-Medien. Äh, wie gesagt, giftige Gase entfalten die Wirkung schon im ppm-Bereich, oft in einem sehr niedrigen Bereich und deswegen braucht man halt auch entsprechend äh, sensible Messgeräte dafür. Äh, wenn wir jetzt in den Bereich Messtechnik kommen, äh, für was brauchen wir Messtechnik? Naja, äh, ich habe euch ja kurz das, das Eingangsbeispiel braucht mit äh, ja, der, der Fußlänge oder der, der Handlänge oder die Elle, so wie es früher war, wie, man, wie sie gemessen haben. Äh, ja, das hat man halt, äh, da braucht man, sag ich mal, vielleicht bei einem Längenmaß kann man sich da gut helfen, äh, aber wenn es jetzt um eine Konzentration geht, da hilft es nichts, wenn man den Finger reinhält und, und schaut, wie viel <laughs> oder wie lang das das ist, sondern da braucht man eine entsprechende Technik. Wenn man Druck messen will, braucht man eine Technik, da muss man irgendeine Kraft feststellen, die irgendwo wirkt, ne? Temperatur äh, hingreifen, ja, heiß, kalt, das geht vielleicht noch, aber wenn man da nicht eine entsprechende Technik hat, wird man keine genaue Temperatur messen können. Es gibt da für Längenmessung Technik oder eben auch für die Konzentrationsmessung. Ähm, bevor wir in die harte Messtechnik kommen, zu äh, so sehr wird ihr hier ja nicht überbelasten, aber ein bisschen dass ihr einen Einblick kriegt, zumindest in die Geräte, die wir ähm, im Großteil verwenden. Äh, Bevor wir was messen, ist es oft einmal hilfreich, Dinge nachzuweisen. Und wir kennen zum Beispiel für, Bre äh, für Flüssigkeiten, generell Flüssigkeiten, äh, derzeit sehr wenig messen bei uns in den Schadstoffeinheiten. Wir haben ein paar, so ein paar Möglichkeiten, was nachzuweisen, zum Beispiel mit einem Öltestpapier, äh, so wie man es da sieht, ist ein Öl drinnen oder nicht? Man sieht es auf dem Bild vielleicht, das ist ein bisschen dunkel gefärbt, da, hat, äh, da ist ein Öl drinnen, da ist nichts drinnen. Das Öltestpapier ist ja so ein Kennt man eh, äh, so ein bisschen äh, paraffiniertes Papier, das erst, wenn, äh, wenn es mit äh, Flüssigkeiten, brennbaren Flüssigkeiten oder Öl oder so in Kontakt kommt, sie dann verfärben? Oder pH-Messstreifen oder eben das pH-Papier, das unsere Aussage gibt, darüber ist er Säure, ist er Lauge äh, oder ähnliches. Also, das. Hat man da, da weist man was nach. Warum ist es nur nachweisen und nicht messen? Naja, ja, äh, papier ist vielleicht eher schon am äh, messen, aber beim Öltestpapier sagen wir nur ja, nein. Wir können nur ganz schwer sagen, wie viel das da wirklich drin ist. Ne? Also eher eine Ja-Nein-Aussage. Ähm, und äh, beim Messgeräten wollen wir aber einen Wert haben. Also eine gewisse Genauigkeit. Und äh, wir wollen, wir haben ja vorher gesprochen, nicht den Zahlenwert und die Einheit und so weiter. Äh, da äh, muss man schon anders vorgehen dann. Und ein Ansatz, was wir jetzt am Messstützpunkt haben, äh, zum Beispiel das äh, in Entkneving, das sind die sogenannten Prüfröhrchen. Äh, die Prüfröhrchen sind ein Messsystem, das äh, jetzt äh, ich mal, ein relativ ähm, altes System ist, aber schon sehr gut funktioniert. Ähm, da saugt man im Prinzip das Gas äh, vorne ein und äh, saugt es durch eine Chemikalie durch. Und die Chemikalie verfärbt sich, wenn sie mit dem Gas reagiert. Und dann kann man an, dem, an, dem, an der Länge, wie sie sich verfärbt hat, ablesen, wie viel das drin ist. Also da ist dann eine Konzentrationsangabe drauf und dann kann man sagen, wie viel das, das ist. Das ist immer noch ein relevantes Messverfahren. Warum? Weil ich habe euch ja vorher gesagt, es gibt eine ganze Vielzahl von Stoffen, äh, die man messen kann und wir haben nicht für alle Stoffe ein Messgerät, wir haben nicht für jede Maus eine eigene Kotz. Äh, wir, wir müssen. Äh, uns ein bisschen nach der Decke strecken. Äh, bei den Prüfreichen ist es so, dass man sehr schnell eine große Anzahl von Stoffen abdecken kann. Warum? Äh, diese Prüfreichen gibt es in Backeln zu Zähne im Regelfall und du kannst äh, zu einem relativ günstigen Preis äh, für verschiedenste Stoffe diese Prüfreichen einkaufen und dann funktioniert äh, das eigentlich sehr gut. Der Nachteil ist, ich kann das nur, also ich mache da eine Messung, ich muss da mehrmals pumpen. Und das dauert relativ lang und wenn es Barkel ist, dann ist mit Messen auch vorbei. Ähm, das heißt, da ist ein Messgerät, das quasi ständig messen kann, natürlich entsprechend besser. Äh, zudem haben wir ja äh, Messgeräte bei unseren Stützpunkten zur Verfügung, äh, ob es jetzt das GSF ist, äh, in Hartberg oder bei den Ölschadenfahrzeugen oder auch bei der, beim Atemschutzfahrzeug. Ähm, oder der Messstützpunkt. Wir haben das BW Quattro, das ist im Prinzip ein Mehrgasmessgerät, da können mehrere Gase gleichzeitig messen werden. Da hat man es ein bisschen aufgemacht. Das ist im Prinzip unser Standardmessgerät, mit dem wir unterschiedliche Gase messen können. Kommen wir gleich dazu. Was haben wir da? Wir haben die Steuerelektronik, anzeige wir haben da die Sensoren drinnen, das sieht man da. Das ist ein Blinder, da hätte man noch die Möglichkeit, einen einzubauen. Wir haben eine akustische Warneinrichtung und eine optische. Wir haben ein Bedienelement, das ist ein, ein Ausknopf im Wesentlichen. Wir haben eine Anzeige und wir haben das entsprechende Gehäuse, wo das drin ist. Und eine Stromversorgung dazu. Also relativ simpel. Was können wir mit dem äh, Gerät messen? Wir können messen brennbare Gase, wir können messen an Sauerstoffgehalt und wir können messen äh, an Kohlmonoxidgehalt. Das ist so die Standardbestückung. Warum? Kohlmonoxid haben wir angesprochen, das ist äh, momentan oder schon längere Zeit ein großes Thema mit den, äh, mit den äh, entsprechenden Anlagen. Brennbare Gase sowieso, das Wichtigste, warum ich kann ja, ich mal, gar nicht feststellen, erstens einmal ist eine explosionsfähige Atmosphäre da oder nicht, auch nicht das Messgerät. Und was noch ein Problem ist, ich kann mich nicht schützen gegen eine explosionsfähige Atmosphäre, außer ich halte Abstand. Äh, bei toxischen Gasen kann ich mich durch ein Atemschutzgerät schützen im Regelfall. Das ist bei, den, bei der Explosionsgefahr unmöglich, deswegen ist es wichtig zu wissen, wo ist eine entsprechende Explosionsgefahr gegeben und deswegen ist das Messgerät auch die Standardbestückung eigentlich für alle Gefahrguteinheiten bei uns im, im Schadstoffzug. Wie funktionieren die Sensoren? Da will ich nicht zu so sehr plagen, aber dieser Sensor für die brennbaren Gase, das ist ein Wärmetönungssensor. Was heißt das? Im Endeffekt misst der äh, mit zwei solchen Messperlen, die im Sensor eingebaut sind. Eine davon ist im Prinzip eine Blinde, äh, die ist im Prinzip, äh, reagiert nicht auf das Gas. Und eine zweite, die reagiert auf das Gas. Und die zwei sind jetzt da miteinander verglichen, elektronische Schaltung dahinter, die diese zwei äh, Perlen vergleicht, und da ist ein Strom angelegt. Und ihr seht, da ist also ein Wendel drinnen. Äh, eingezeichnet, der wird im Prinzip durch einen, mit einem Strom durchflossen und aufgeheizt. Und wenn jetzt ein Gas äh, zubekommt, dann verbrennt oder verglüht es an dieser Wendel und dadurch ändert sich der Widerstand von dieser Wendel. Und das, diese Widerstandsänderung kann man dann über die Vergleichsmessung feststellen. Und je mehr Gas das da ist, desto mehr ändert sich der Widerstand von unserem Messwendel und dann haben wir ein Signal. Was man jetzt aber da schon sieht, der Wärmetönungssensor, der kann nicht unterscheiden, welches Gas da herkommt. Der misst also ein Summensignal, da können auch mehrere Gase jetzt gleich kommen. Äh, das heißt bei uns immer, wenn der Wärmetönungssensor anspricht, also die Prozent UEG im Prinzip anschlagen, äh, dann ist ein brennbares Gas da. Wir wissen allerdings nicht welches. Die Einsatzgrenzen, und das ist jetzt der Grund, wieso wir einen Sauerstoffsensor da drauf haben, bei 12 Volumensprozent Sauerstoff äh, arbeitet der Sensor nicht richtig. Das hat damit äh, eben zu tun, weil da eine Verbrennungsreaktion abläuft. Deswegen schaut man auch immer mit einem Auge auf, den, auf die Sauerstoffkonzentration. Wenn man ganz wenig Sauerstoff drin hat, dann ist es anzunehmen, dass der Eck-Sensor nicht richtig funktioniert. Äh, wichtig auch, ich weiß eben, man hat immer wieder natürlich jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, äh, die Notwendigkeit, Geräte zu reinigen und zu. Uh, in Stand uh, zu halten, uh, passt du auf mit uh, entsprechende Sprays, Silikonspray oder Cockpit-Spray oder sonst was, uh, die machen die Sensor-Teile uh, uh, kaputt und da funktioniert der Sensor nicht mehr. Wenn er nicht funktioniert, das wäre ja nicht so schlimm, wenn er nichts mehr anzeigen würde, also wenn er jetzt da komplett hin wäre und, und nichts anzeigen würde, wäre äh, es einerseits ja nicht ganz so schlimm, wenn man das wissen würde. Es kann aber auch sein, dass diese Wendel, äh, wo eine Keramik herum ist, belegt äh, mit, äh, mit solchen Materialien und dann kein Gas mehr auf die Wendel kommt. Und wir haben jetzt aber gesagt, jetzt haben wir eine Wendel, die sowieso blind ist. Und wenn die zweite Wendel auch blind wäre, dann wäre man nie was messen und das wäre für uns natürlich auch weil man dann natürlich äh, glauben, es ist nichts da, aber in Wahrheit wäre was, wär was vorhanden. Äh, also Holog äh, halogenierte Kohlenwasserstoffe, FCKW, jetzt sage ich mal, Haarspray gibt es eh nicht mehr, aber äh, solche Sachen ist auch eine Geschichte oder auch Feuerzeuggas, das ist äh, sehr äh, hat sehr einen hohen Heizwert dann und dann, wenn man das drauflässt vom Feuerzeug drauf, dann äh, bildet sie an der Oberfläche sehr schnell ein Niederschlag von Ruß und so weiter, der dann auch dazu führen kann, dass der Mess, dass, diese, dass die Sensorik im Prinzip belegt und dann nicht mehr richtig ansaugt. Äh, die zweite Variante, die wir auch haben, das sind elektrochemische Sensoren. Die sind jetzt zum Beispiel für die toxischen Gase relevant. Äh, wie funktionieren die? Bei den toxischen Gasen ist es so, dass wir äh, einen Sensor haben, wo im Prinzip zwei Elektroden drinnen sind, die nicht miteinander verbunden sind, außer Ausnummertum natürlich über elektrische Schaltung. Und in diesem Sensor drinnen ist ein sogenannter Elektrolyt, also im Prinzip eine Substanz, die mit dem Gas reagieren kann, das daherkommt. Und dann führt diese Reaktion zu einem Stromfluss, der sich ergibt. Und den können wir außen wieder messen. Äh, je mehr Gas da ist, desto mehr Strom fließt durch. Und äh, dann haben wir dort ein Messsignal. Äh, jetzt ist es aber so, dass äh, elektrochemische Sensoren natürlich spezifisch sind für Gase, so wie jetzt bei unseren prüfrechen wo man gesagt haben: ja, Es gibt ein prüfrechen für ein Gas. Äh, das ist bei den elektrochemischen Sensoren im Regelfall auch so. Und deswegen muss man den richtigen Sensor fürs richtige Gas haben. Jetzt kann man natürlich nicht das ganze Messgerät mit äh, 70 verschiedenen Sensoren voll machen. Das wird erstens unhandlich und zweitens furchtbar teuer. Uh, deswegen muss man sich einigen auf die wichtigsten Sensoren, die man so in dem handgeführten Messgerät ständig hat. Und dann uh, gibt es für den Rest, den man noch so abdecken kann oder sollte, Prüfrechen zum Beispiel. Vorsicht allerdings, solche Sensoren haben auch Querempfindlichkeiten. Was heißt das? Uh, das zeigt auch ein anderes Gas an. Uh, das heißt also, es ist nicht so, dass das wirklich nur das eine anzeigt und sonst nichts. Es spricht auch auf andere an, nur nicht mit dem richtigen Wert. Das nutzt man auch mit Kombinationssensoren aus, wo es dann einen Sensor gibt, der zwei Gase kann, aber viel mehr ist dann eigentlich nicht. Für uns ist nur die, die Gefahr da, dass wir was Falsches messen dann im Endeffekt und da muss man eben vorsichtig sein. Querempfindlichkeiten sollte man kennen vorher und wissen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, warum zum Beispiel bei einem Messgerät der Sauerstoffsensor oder generell der Sensor immer wieder zum Tauschen ist. Äh, der Elektrolyt in dem Sensor drinnen verbraucht sich und dann ist der Sensor nicht mehr wirksam, nicht mehr funktionsfähig und dann muss er tauscht werden. Also, das ist im Prinzip die der Grund dahinter. Äh, wie schon angesprochen, bei der Konzentrationsmessung jetzt da brauchen wir natürlich einmal das richtige Messgerät. Das muss auf das entsprechende Gas abgestimmt sein. Und was auch wichtig ist, der Anzeigebereich des Messgerätes muss ich jetzt mit der Messaufgabe erdecken. Weil wenn wir jetzt der Volumenprozent messen und unser Sensor aber nur bis, weiß ich nicht, ein paar hundert ppm funktionsfähig ist oder was anzeigt, dann werden wir mit dem Acker haben, dann geht das Messgerät auf Overflow und dann äh, funktioniert nichts. Umgekehrt genauso, wenn wir ein Messgerät haben, das sehr grob ist, dann können wir ganz feine Konzentrationen natürlich nicht messen. Wenn ihr jetzt einen Maßstab habt, hab, der einen, einen Meter lang ist, dann wird ich da keinen Millimeter abmessen können. Das funktioniert nicht. Uh, und uh, das ist immer eine wichtige, wichtige Geschichte, was das betrifft, dass man das auch weiß, was ist der Messbereich meines Messgerätes. Uh, vor der Messung, bevor ich überhaupt einmal was mache, uh, ist einmal die Frage, was will ich denn messen? Uh, Sauerstoffgehalt, ist es giftig, uh, will ich genau messen oder geht es mir nur darum, dass ich zum Beispiel eine Leckagestelle einschränke? Uh, ist, mein Messaufgabe, ist mein Messgerät für die Messaufgabe überhaupt geeignet? Also, zum Beispiel, ist der Messbereich, passt der? Und auch die Frage: Habe ich geeignete Schutzausrüstung? Passt das? Ne? Zum Beispiel gegen toxische Stoffe, wenn das schon sehr, sehr hohe Konzentrationen erwartet werden, uh, dann muss ich mich auch entsprechend schützen. Also, das ist wichtig. Und vor der Messung auch ganz, ganz wichtig: Prüft euer Messgerät, einsatztägliche Prüfung. Wir haben durch der Prozedere. Ich gehe jetzt nicht intensiv darauf ein, weil das ja nochmal eine eigene Geschichte ist. Uh, wir verlängern da, uh, wollen da nicht zu lang machen. Wir haben sicher wieder mal die Gelegenheit, da was zu tun. Aber vor dem Messen selbst checken, ob das Messgerät funktioniert. Einsatztägliche Prüfung, also mal mit Gas beaufschlagen und schauen, ob die uh, Sensoren auch das wirklich, ob wirklich anzeigen. Und das machen wir vor der, bevor wir überhaupt messen gehen. Uh, das ist ganz wichtig. Es ist ja nicht so, dass man schon aushupfen muss vom Auto und das Messgerät reinschaut und, und wir wollen schon Messwert haben, wir eine halbe Minuten oder Minuten hat man auch mal Zeit und viel länger dauert das auch nicht. Ihr wisst ja bei den Messgeräten, jeder der was schon mehr gearbeitet hat damit, dass das Gerät sowieso immer ein bisschen braucht, bis es warm ist äh, und, und äh, richtig funktioniert und bis äh, das grüne oder das Hackerl da ist und äh, deswegen auch dort, äh, wie gesagt, das vorher prüfen. Aber nur so viel dazu, einsatztägliche Prüfung vorher machen. Persönliche Schutzausrüstung habe ich auch angesprochen. Äh, unterschiedliche Varianten, so wie wir das auch kennen. Passt aber bitte auf, äh, die entsprechende Schutzausrüstung schaltet auch unsere Wahrnehmung aus. Wenn es jetzt an einen Erdgas austritt, denkt, das Erdgas ist mit Geruchsstoff versehen bei uns, äh, das würde eben wir dann nicht mehr wahrnehmen können. Äh, zum Schluss oder Richtung Ende aus, jetzt ein paar Einsatzgrundsätze, die man beim Messen beachten sollen. Ausreichend absperren, absichern, die Windrichtung beachten, dann auch ganz wichtig, das Gerät außerhalb des Gefahrenbereichs äh, einschalten und in Betrieb nehmen. Warum? Äh, viele Geräte schalten einmal oder vergleichen einmal mit den Umgebungsbedingungen und äh, machen da im Prinzip einen Nullpunktsabgleich. Und wenn wir schon was da hätten, dann würde der Nullpunkt schon viel höher anlegen, als, wie, äh, als, als, als das real wäre. Äh, und dann messen wir was Falsches. Und dann ist die Frage noch, ist das Gas schwerer oder leichter als Luft? Und wo sind die Messpunkte, wo wir eigentlich messen wollen? Uh, zweite wichtige uh, oder ein paar weitere wichtige Maßnahmen: Wir nähern uns langsam der Freisetzungsquelle an oder wo wir vermuten, wo das uh, Gas herkommt. Warum? Uh, ein Messgerät braucht eine Zeit lang, bis es anspricht. Und uh, wenn wir da schon hineinstimmen würden, dann würden wir wahrscheinlich schon weit hineinrennen in den Geformbereich und das Messgerät würde erst nachher den Messwert erreichen, den wir da eigentlich uh, haben wollen. Das heißt, wirklich uh, geht es hin, uh, definiert sich ein Punkt. Machst du die Messung, wartet, bis der Messwert sich stabil einstellt äh, und geht es dann erst weiter. Die Messungen laufend wiederholen, damit man auch sieht, ob sich das ändert. Und wichtig, protokollieren. Aufschreiben, wo habe ich was gemessen. Ähm, und äh, dann kann man das auch mit einem zeitlichen Versatz immer wieder vergleichen. Also Zeit, Ort und Messwert. Ganz wichtig. Wetter beeinflusst natürlich unser Messergebnis. Auch Messungen draußen, äh, also im Freien, bei starkem Wind. Kaum vernünftig durchzuführen, das ändert sich immer stark, da bringt man kaum vernünftige Messwerte zusammen. Luftfeuchtigkeit können die Messwerte auch beeinflussen, manche Sensoren reagieren sehr empfindlich auf Luftfeuchtigkeit und natürlich die Temperaturen auch. Also mh, zum Beispiel Gase und Dämpfe, äh, die äh, dann, sage ich mal, vielleicht gerade ein bisschen so im, äh, im, im, äh, in der, von der Dichte her. Im Bereich von der Luft sind das sind auch äh, ganz starker beeinflusst von den Temperaturen, zum Beispiel. Ne? Oder irgendwas, was äh, ich mal, bei einer höhere, äh, höheren Temperatur erst ausdampft, da ist das natürlich ein wesentlicher Punkt. Ne? Ähm, also, vielleicht, wenn man sich das auch anschauen anschaut, nochmal äh, in der Praxis, ihr merkt, sie, ob da immer ähm, ein paar äh, Folien auch drin vom, vom Werner Seidel, den man da ausgepackt hat für den Stream. Ähm, da ähm, eine, eine. Ähm, so gehen Darstellung. Ähm, wo kann man messen zum Beispiel? oder wo muss man gewisse Dinge messen. Wenn das Gas schwerer, äh, leichter als Luft ist, steigt es auf, geht es an die, an die Decke. Da kann ich unten sehr viel messen, aber wird nie einen vernünftigen Messwert kriegen. Also da muss ich dahin, hin, wo das Gas hingeht. Die Eigenschaften kennen, zum Beispiel Erdgas oder Ammoniak steigt dann auch auf, wenn er mal warm ist. Ammoniak ist ja tiefkalt, äh, wenn er austritt, äh, verflüssigt, äh, druck verflüssigt oder kalt verflüssigt. Und äh, tritt dann aus und äh, ist zuerst einmal kalt, steigt aber dann auf und das muss man dann auch äh, wissen. Gase, die äh, im Prinzip äh, schwerer als Luft sind, gehen nach unten: Propangas, Benzindämpfe, Chlor, Kohlendioxid oder so. Also da muss man schauen, wo ist das. Und vor allem zum Beispiel jetzt Erdgas, Methan ist deutlich leichter als Luft, es steigt sehr schnell auf und äh, sammelt sich an höher gelegenen Punkten an. Äh, ein bisschen schwieriger ist bei, oder ich mal, bei, bei Gasen, der Gasdichte haben um äh, die Gasdichte von Luft herum, zum Beispiel Sauerstoff, Kohlendioxid, äh, Stickstoff oder so, oder auch äh, viele toxische Gase, die mit der Luft einfach wieder äh, aufverfrachtet werden, äh, die können sich dann auch irgendwo halten. Also die müssen nicht aufsteigen oder unten sein, sondern die sind dann in irgendeiner Höhe auch messbar. Deswegen ja immer abchecken, äh, wo gehen diese, diese Gase hin, dass man dann auch einen vernünftigen Messwert herausbekommt. Zum Messen selbst, äh, wir haben schon vorher gesagt, wir nähen uns langsam der Freisetzungsquelle an und da ist jetzt nur so ein Beispiel, jetzt vor einem ähm, da sieht man mit diesen Verkehrsleitkegeln äh, angedeutet die Messpunkte, da muss ich jetzt nicht einen, einen Kegel aufstellen, aber wenn ich weiß, ich misse immer bei dem Kanalschacht, äh, dann äh, schreibe ich mir das auf und dort wiederhole die Messung und äh, beim, wenn ich das erste Mal ist, nähe ich mich langsam an und mache dort immer meine Zwischenstopps und wird dann merken, die Konzentration steigt. Äh, und äh, dann ist äh, einmal eine Alarmschwelle überschritten oder Warnschwelle. Und das sind dann auch so Punkte, wo man sagt: Okay, das melde ich jetzt zum Beispiel an den Einsatzleiter. Äh, dort und dort habe ich meine Konzentrationen und gibt es an. Also, das wären so die wesentlichen, die wesentlichen Eckpunkte äh, zum, zum Vorgehen. Und äh, wie gesagt, äh, passt beim Mason auf. Äh Decken sich äh, die, die Messergebnisse auch mit euren persönlichen Wahrnehmungen. Habt ihr irgendwas gekrochen? Passt es zusammen? Ist es stimmig? Äh, sind Dämpfe, die äh, man vielleicht schon sieht? Das ist einmal eine wesentliche Einschätzung ganz am Anfang, bevor man überhaupt einmal ein Messgerät in Betrieb nimmt. Beim nehmen von den Messgeräten schaut ob das Messgerät gut funktioniert, ob äh, die einsatztägliche Prüfung, ob die äh, sachgerecht funktioniert, und dann wirklich langsam annähern und äh, den, dem Messgerät auch Zeit geben, dass der Messwert sich einstellt und aufbaut, dokumentieren, aufschreiben und immer wieder wiederholen. Also das zu dem Ding. Äh, die Dreiviertelstunde haben wir ziemlich eingehalten. Ich wollte euch nicht zu so sehr schocken heute mit den verschiedenen Themen. Vieles ist sicher natürlich noch offen. Äh, wir haben ja auch die entsprechenden Lehrgänge an der Feierwehrschule. Ähm, der Maistechniklehrgang, der ja für alle Feuerwehner offen ist, grundsätzlich, aber für uns vor allem im Schadstoffdienst äh, wichtig, äh, dass wir äh, dort da sehr viel Leute äh, hinschicken, damit wir ein entsprechendes Know-how immer wieder auch draußen haben. Also da kann ich nur die Werbung machen: Bitte fahrt auf den Maislehrgang. Äh, das ist ein ganz a wichtiges Element in der Ausbildung auch. Ähm, und, äh, und beachtet das. schaut einmal bei den bei den die direkt jetzt Maisgeräte im Betrieb haben. Schaut sich die Geräte mal an. Und probiert es einfach einmal aus. Es gibt äh, immer wieder Möglichkeiten, da äh, auch zu trainieren. Und äh, ja, somit für die heutige Einheit. Ähm, auf der Folie ist es sehr schon drauf. Bleibt gesund. Ist mir besonders wichtig. Äh, ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Wie gesagt, nachdem wir ein sehr äh, vielgestaltiges Teilnehmerfeld haben, ähm, ist es jetzt, äh, habe ich es ein bisschen äh, nicht so hoch angelegt, aber ich hoffe auch. Trotzdem ein paar interessante Sachen dabei für die, äh, für die, die schon ein bisschen mehr wissen. Und äh, nachdem es jetzt mit Ton funktioniert hat und das, glaube ich, ganz gut hinkaut hat, äh, bedanke ich mich fürs, äh, für die zahlreiche Teilnahme. Der Stream wird auch online sein noch. Das heißt, für alle, die, die nachschauen wollen, äh, wird es auf, auf der Homepage oder auf der YouTube-Seite vom Schrotstoffzug sogar noch länger verfügbar sein. Also auch gern weiter teilen in den Feierwehren, wo ihr sagt: äh, Ja, das könnt ihr euch anschauen. Und äh, wir sehen uns dann wieder nächsten Mittwoch ähm, und äh, werden uns dann mit dem Thema Explosionsschutz, Erdung und so weiter beschäftigen. Und äh, ja, dann sage ich Danke fürs Dasein und fürs Mitmachen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss!